Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Review bei mir auf dem Kanal mit den Last Jedi Toys von Hasbro. Heute mit einem Doppelpack bzw. einer Figur und einem Ding dazu. Ist ja kein Beast-Set, was sich sogar mit der alten Trilogie, also mit der Original-Trilogie beschäftigt. Und zwar Darth Vader und ein Probe-Droid. Fand ich also sehr cool, wie der rausgekommen ist. Ich habe ja neulich auch dann deswegen auch schon mal den alten Probe vorgestellt, um jetzt auch mal zu vergleichen, wie der denn jetzt von dem alten auch abweicht. Denn hier ist dann auch natürlich wieder die Force Link Technology verbaut, wo man den Figuren und Fahrzeugen und Objekten dann auch Geräusche und Phrasen, also Sätze, entlocken kann. Das Paket selber, vom Probe sieht man jetzt nicht viel, außer halt das Artwork. Die Artworks finde ich wieder sehr cool und auch sehr stimmig. Von Darth Vader ist an der Seite eins drauf. Das von beim Arwing war an der Seite auch eins drauf, habe ich vergessen zu zeigen. Entschuldigung. Soweit dann dazu. Rückseite sind die beiden nebeneinander dargestellt und der Probe scheint dann sogar so ein Stand zu haben, was ich auch sehr begrüße. Und vom Probe ist hinten auch noch ein bisschen, oder steht hinten noch ein wenig Text drauf. Bei den Einzelfiguren, ich habe ja Luke schon vorgestellt, da steht nichts mehr, aber zumindest hier bei den größeren Sachen, da steht immer noch was. Suchdroiden, auch Probots genannt, verfügen über eine Vielzahl von Sensoren und sind besonders hartnäckige Jäger und Fährtensucher. Die seitens des Imperiums eingesetzten Modelle sind zudem mit gewaltigen Blastern und zum Teil auch mit Schutzschilden ausgestattet. Ja, das heißt also, es gibt diese Probots, sind eigentlich gar nicht rein imperial, sondern sind halt Spurensucher, Fährtensucher. Und da gibt es halt noch spezielle Modelle dann fürs Imperium. Und da gehört der hier zu, da haben wir bislang nur einen gesehen, in The Empire Strikes Back, der dann halt von Han und Chewie gestellt wird. Aber so viel brauche ich jetzt dazu nicht sagen, das wisst ihr. Seid ihr alle ganz schlau und kennt euch da besser aus, teilweise als ich. So, dann muss ich mal eben ein bisschen unterlupfen. So, eins. Zwei. Das Ganze ist so eine Innenpappe, die man rausziehen kann. Jetzt irgendwo hakt, keine Ahnung. So. Gut, hier kann man dann auch Darth Vader sehen. Sieht man auch mal die andere Seite, ist ja auch was. So, zupfen wir mal den Darth Vader heraus. Ich habe keine Ahnung, warum das hier hakt. So, eben hat es ein bisschen geknackt und dann hat sich da auch was verzahnt gehabt. Da unterliegt auch wieder ein bisschen anderes Gedöns rum. Halt obligatorische Zettel, die halt immer dabei sind. Plumps, genau, weg damit. Hier ist noch so einer. Und dann haben wir hier den Erklärungsbogen für den Aufklärungsdroiden. Und zwar, was der kann. Man sieht auch schon, da kann er was abschießen. Die steckt man da rein, drückt drauf und dann wird das abgefeuert. Und halt der passende Stand dazu. Und hinten natürlich dann auch wieder die Force Link Geschichte. Ich glaube, das Ding schneide ich mir diesmal nicht um. Ich halte einfach die Figur drauf und gut, muss sein. Ja, schauen wir uns erstmal das an. Der ist hier hinten in der Verpackung auch dann eingeschnürt mit Gummis. So, hat keinen Stoffcape, hat einen Kunststoffcape. Und eigentlich alles, auch diese Seiten hier sind, seine Tunika ist aus Kunststoff. Immer wieder schön wegen des Faltenwurfs. Aber beim Hinsetzen ist das dann immer ein kleines Problem. So, schauen wir uns die mal an. Dann das Cape kann man auch abnehmen. Die Teile hier unten nicht, die sitzen fest. Und das eine steht mir auch ein bisschen weit vor. Das war irgendwie ein bisschen doof in der Packung drin, dass es halt jetzt sich in diese Richtung geformt hat. Muss ich wahrscheinlich ein bisschen anföhnen. Oder ins heiße Wasserbad mal eintauchen, damit sich das Ganze wieder ein bisschen runterzieht, so wie die andere Seite auch. Gut, das hat einen nur ein Drehgelenk im Kopf. Mehr kann man damit dann nicht machen. Und Scheibengelenke in Armen und Beinen, obwohl es in Beinen eigentlich absolut Blödsinn ist, weil er halt dann die
seine Robe anhat. Und die kann man natürlich dann schlecht. Die kann man ein bisschen knicken, aber es federt halt hoch. Ne? Also es ist. Ja, plumps. Da sind halt die Stoffsachen wiederum besser. Ja, und das Cape, das kann man ihm dann halt einfach nur um den Hals klippen. Zum näheren Anschauen der Figur werde ich das Cape aber ablassen, damit wir auch dann die Rückseite sehen. Er hat rote Augen. Das kann man schon mal sehen. Er hat so einen leichten Rotstich. Ich weiß nicht, ob die nur aufgedruckt sind. Scheinen sogar eingesetzte anderer Kunststoff zu sein. Bin ich mir jetzt aber nicht allzu sicher. Dann die kleinen Details auf der Nase, also Nasenspitze oder halt im mittleren Bereich der Maske. Und auch die beiden Stifte seitlich sind silber bemalt. Sehr nice, so ein Detail. Robe geht ist unterhalb des Schildes. Das passt schon wieder dann zu ESB. Gut, ich habe jetzt keine Vergleichsbilder halt zur Brustplatte, aber ansonsten sieht die Bemalung auf jeden Fall sehr gut und auch sehr sauber aus. Nichts verlaufen, nichts daneben gedruckt. Kommt soweit schon mal gut. Gut, Unterbereiche sind halt dann die Stiefel, glaube ich, aber eher nicht bemalt. Das ist alles dann der schwarze Kunststoff. Arme stehen so ein bisschen seitlich ja, vom Körper ab. Muss man gucken, wie es nachher aussieht, wenn er das Lichtschwert hält. Seitlich, also den Helm finde ich auch wieder sehr cool. Ist ja nur kein anderer als Feuer, aber jetzt allgemein finde ich den also wirklich als Vader-Helm sehr schön. Hat auch eine richtig gute Größe. Arme und sowas sehen gut aus, aber hier scheinen die Handschuhe bemalt zu sein. Deswegen bin ich mir gerade nicht so sicher, ob die Stiefel nicht auch sogar bemalt sind. Doch, die Stiefel scheinen auch bemalt zu sein. Rückseitig ist halt nochmal im oberen Bereich der Panzerung noch ein bisschen was bemalt. Ansonsten alles Kunststoff. Ja, und das Cape selber sieht ein bisschen speckig aus. Hätte ein wenig mehr erodiert sein können. Das von Luke ist in dem Sinn noch ein wenig stumpfer, so vom Ganzgrad her. Gefällt mir um einiges besser als halt dieses glänzende Cape. Dann hat Darth Vader noch ein Lichtschwert dabei. Da muss ich einen kleinen Streifen Tesafilm lösen, um das hier rauszubekommen. Ist insgesamt einem roten Kunststoff, der auch in den silbernen Bereichen durchscheint. Das ist dann halt nicht so ganz meins. Sieht halt ein bisschen komisch aus. Oder es hat allgemein dieser Farbton hat so einen leichten Rotstich, aber ich vermute mal, dass es halt vom Untergrund kommt. Und ansonsten aber definitiv als Darth Vaders Lichtschwert zu erkennen. Von den Details ist eine ganze Menge auf jeden Fall vorhanden. Ein Clip ist nicht dran, eine Öse ist nicht dran, also anhängen kann er sich das Ganze nicht. Ein bisschen kurz finde ich es vielleicht. Ja. Nein, nicht in die Ritzen. Altbau. Holzdielen mit Rillen drin, also hier Fugen, Spalten, Mann. So, die Hand ist sehr eng. Aufpassen, dass man das Ganze dann nicht abknickt. Aber er hält es auf jeden Fall sehr schön in der Hand. Wenn man ihn jetzt normal hinstellt. Muss ihn nur erstmal die Beine richtig ausrichten. Da habe ich jetzt eben gerade ein bisschen umgespielt, damit er auch nicht umfällt. Ja, stehen tut er jetzt also nicht ganz so. Nicht ganz so hervorragend. Da muss ich eben Kylo mal eben den Stand klauen. Der Stand für den Opa. So steht er dann. Wie gesagt, finde ich also vom Sculpt her auch wieder eine schöne Figur. Was sagt er denn? Ich werde jetzt mal den Force Link nicht umschnallen. Das bringt ja sowieso nicht so viel. Ich werde nur aktivieren und die Figur mal dran halten. Wenn du nur wüsstest, welche Überlegenheit einem die dunkle Seite der Macht verleiht, bereiten sie ihre Truppen für einen Bodenangriff vor. Es sind nicht die Originalstimmen aus dem Film. Oder zumindest halt nicht die Originalstimme aus dem Film. Wenn du nur wüsstest, welche Überlegenheit einem die dunkle Seite der Macht verleiht. Wenn du nur wüsstest, ja, das wissen wir. Welche Überlegenheit einem die dunkle Seite der Macht verleiht. Wenn du nur wüsstest, welche Überlegenheit einem die dunkle Seite der Macht verleiht. Wenn du nur wüsstest, welche Überlegenheit einem die dunkle Seite der Macht verleiht. Ja, die Sache mit dem Bodenangriff, das haben wir jetzt wahrscheinlich erstmal nicht mehr. Wenn du nur wüsstest, welche Überlegenheit einem die dunkle Seite der Macht verleiht. Soll man sowas Ding antippen, damit die anderen Phrasen hervorgelockt werden? Wenn du nur wüsstest, welche Überlegenheit.
Ja. Unechter Vader, danke für den Kommentar. So. Den popple ich erstmal wieder drauf. So, dann kann der nämlich erstmal an die Seite gestellt werden. Und der Prop Droid, da haben wir nämlich dann den Stand. Seitlich. Kann man ja auch ganz gut rausfriemeln, ohne was aufzumachen. Das klappt man dann irgendwie hoch. Und der ist da, die sind eingeklemmt. Man muss also dann die Verpackung seitlich aus den Lasch ziehen. Da aus der Lasche raus, da aus der Lasche raus. Ich wollte jetzt nicht Karlauern und hier Mike Krüger nachmachen. Aber es sind halt Laschen, die man da rausziehen muss. Dafür kann ich nichts. Das hat sich Hasbro so einfallen lassen. Aber wenn ich so ein bisschen aufdrücke, dann kommt er da auch raus. So. Ja, arg zusammengefaltet. Ich habe mir jetzt noch ein bisschen größer erhofft, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber er sieht gut aus. Er sieht richtig gut aus. Die Beine sind zwar nicht beweglich, aber die hier vorne, die Greifer kann man bewegen. Da in dem Bereich geht es nicht. Hier vorne das Ding kann man rausklappen. Den Greifer kann man dann aber dafür nicht bewegen. Aber das Teil kann man dann schon mal bewegen. Hier lässt sich da noch was klappen. Da lässt sich auch noch was ausfahren. So ein kleiner Greifer ist da noch dran. Hier oben kann man drehen. Das ist also einmal ein Drehgelenk und zusätzlich also keine Kugel drin, sondern halt ein Drehgelenk oder ein Beugegelenk. So, auf beiden Seiten da. Und hier geht es dann auch. Den kann man auch schön ausklappen, aber auch bloß dann an einem Gelenkpunkt. Das ist dann ein bisschen schade, dass hier oben nicht auch noch einer gesetzt wird, wenn halt schon mal so was Cooles hergestellt wird. Und er hat auch das Force-Link-Symbol, das heißt, da sind Töne drin. Verdammt, dann ist das alles ziemlich cool. So, dann, wo ist die Granate? Da. Die haben sie ja toll da reingeproddelt. Die haben sie ja so toll reingeproddelt, dass sie zerknickt, wenn man das Paket aufmacht. Boah, Alter, wie kann man sowas machen? Ja, das nenne ich mal geschickt. Ich weiß nicht, ob das so sein soll. Kann aber auch sein, dass es so sein soll. Werden wir mal sehen. So, über das Oberteil kann man auch drehen. Sehr schön, ist auch nicht zu lose. Sitzt, fällt diesmal auch nicht auseinander. Also er ist auch nicht zum Auseinandersprengen. Er kann halt schießen, aber diese... okay, das muss so krumm sein, damit es das hier unten in der Rundung anpasst. Da schiebt man es rein. Hinten guckt so ein bisschen raus. Da kann man dann halt, wie gewohnt bei Hasbro, halt dann runterdrücken. Ähnlich wie den Federshootern bei Lego. Und dann fliegt halt diese Granate raus. Jetzt ist sie weg. Aber gut, wir haben sie ja gesehen. Den Probe setzt man dann halt auf das Teil und kann dann auch die Beine natürlich so ein bisschen ausrichten. Und die Greifer. So, den kann man da nicht weiter rüber drehen. Der ist dann halt so in der Position. Den kann ich dann irgendwie so ausrichten. Gut, dann muss ich nochmal genau gucken, wie der dann am besten steht und dann da abhebt. Aber ich finde ihn ziemlich krass. Ich sehe gerade hier unten, dass die Baseplate hat auch das Imcock mit drauf. Gleich wird eingeprägt. Und so macht er sich doch wirklich gut. Immer kurz den alten daneben gehalten, optisch. Ja, kommt der alte echt nicht ran. Also viele Details natürlich auch dann dran. Hier vorne sind jetzt auch so ein paar Greeblies draufgebracht. Da war hinten in dem Bereich dann bloß so ein bisschen Weathering zu sehen. Gut, halten tut er nicht. Jetzt hält er mal so ein bisschen, aber ich traue mich nicht so ganz. Die Antennen sind hier eingefahren. Man kann sie auch... Man kann die Antennen auch rausfahren. Dann allerdings nur zusammen. Wäre schön, wenn die eine ein bisschen kürzer und die andere dann länger wäre. Aber wie gesagt, man kann die versenken. Also hier so... Zack. Ich hoffe mal, da war jetzt kein Motor drin, der jetzt dadurch in Mittellandschaft gezogen wurde. Ja, dann auch diese Riffelung hier oben an dem einen Sensor. Das war bei dem alten halt nicht. Und ja, von der Größe her, von den Proportionen sieht der einfach stimmig aus. Also die haben sie richtig gut getroffen. Da brauche ich jetzt gar nicht länger halt vergleichen. Und das Geschütz, was halt drin ist, ist der Raketenwerfer sitzt jetzt halt im unteren Bereich und nicht, dass oben so ein Sensor dann herausfliegt. Super. Doch, das gefällt mir. Jetzt noch mal schauen, was der für Töne hat. Achso, jetzt hat sich gerade der Forcing verabschiedet. Das ist super.
Gar keinen. Kommt mir bekannt vor, beim Arwing war das auch ein Problem, dass ich dem keine Türen richtig entlocken konnte. Ja, könnte länger sein. Also es scheint dann zwei Geräusche zu haben, einmal dieses Starten und dann halt den Code, den er sendet. Jetzt hat er wieder das Landeding drin. Aber gut, dann soll es das mit dem Force Link dann auch hierbei gewesen sein. Trotzdem eben nochmal die Details so ein bisschen aus der Nähe angeschaut, so von den Seiten. Also ringsrum sieht der einfach nur genial aus. Sicherlich kein Vergleich jetzt mit dem von Sideshow, aber im Spielzeugbereich echt bin. Richtig, richtig, also es freut mich wirklich, dass der jetzt auch in dieser Reihe mit erschienen ist und überhaupt noch herausgekommen ist, ein neuer. Also auch die Weatherings, die sehen super aus hier. Die roten Bedruckungen auf dem Dom sehen super aus. Also ringsherum ein tolles Produkt. Klasse. Preis habe ich jetzt gar nicht mehr so. Ich weiß gar nicht, was die Doppelpacks gekostet haben. Ob die 29,99 oder 39, das müsste ich jetzt lügen. Müsst ihr auf den Zettel gucken, liegt drüben. Aber okay, steht nachher unten in der Beschreibung. Da schreibe ich nochmal die ganzen Details dann auch hinein. Ja, dann erstmal wieder vielen Dank fürs Reinschalten. Und ja, man sieht, mittwochs kommt jetzt erstmal keine Fokusbeiträge, sondern ich werde dann da jetzt die größeren Sachen aus der The Last Jedi Line von Hasbro dann vorstellen. Und freitags dann halt dann immer Figuren, bis das Regal da hinten leer ist. Beziehungsweise kommt immer noch was nach, da fehlt noch einiges. Ja, dann wie gesagt, vielen Dank fürs Reinschalten und freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit am Start seid. Heute ist dann Mittwoch, ja, ist heute Sonntag, aber am Mittwoch kommt das Video hoch und Freitag geht es dann auch weiter mit The Last Jedi. Bis dann, viel Spaß und ciao.